Sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar. Wir gehen damals nach Südafrika. Und ich gehe jetzt gerade auf die nächste Folie, wenn das funktioniert. Jawohl, ich muss noch einen Moment warten. Jawohl, wunderbar. Also, auch hier nochmal herzlich willkommen, Südafrika. Die ganze Welt in einem Land war einmal ein Slogan von Südafrika. Und ich glaube, schon die ersten Bilder zeigen, dass eben Südafrika sehr ein vielfältiges, interessantes und auch wunderbares Land ist. Sehr, sehr gastfreundliche, interessante Menschen, natürlich verbunden mit einer sehr interessanten Geschichte. Wenn man an Südafrika denkt, kommt dann wahrscheinlich als erstes auch das Tierleben, der Krüger Nationalpark in den Sinn. Das ist eine Facette von ganz vielen. Eine weitere Facette sind schöne Städte, insbesondere Kapstadt. Das ist für mich eine der schönsten Städte der Welt überhaupt, ganz sicher in Südafrika. Da kommen wir später noch her auf unserer Reise. Und nicht zuletzt ist Südafrika auch ein Land, wo man sehr gut essen kann. Was man hier sieht, ist ein klassisches Braai. In Australien heisst es vielleicht Barbecue und in Südafrika oder in Afrika nennt man es Braai. Wenn Sie sagen, das ist jetzt doch ein bisschen zu viel Fleisch, gibt es natürlich auch andere Küche. Also da gibt es die ganze Palette und das ist sicher auch ein Teil von der Reise durch Südafrika und natürlich dazu passend der Wein. Wir sind heute Abend zu vierten, unsere Crew, die hier dabei ist. Wir sind in St. Gallen, wir sind in Johannesburg und wir sind in Baden. Heute Abend dabei ist Andrea Schindler. Andrea, bist du hier? Einen schönen guten Abend. Ja, freut mich, dass so viele Leute dabei sind und auch etwas wünschen, über Südafrika zu hören. Dann haben wir den John Rosmarin in Johannesburg. John, can you hear us? Yes, I can. Thank you very much. Welcome. Thank you. Talk to you later. Dann haben wir Patrick Schindler, ebenfalls in St. Gallen. Er ist heute für die Technik zuständig und tut Fragen beantworten. Patrick, bist du auch schon da? Ich bin drauf, ja. Danke. Super. Schönen guten Abend. Und mein Name ist Dominik Eckert. Das obligate Erklären von der Oberfläche. Ich denke, es sind viele Leute im Webinar, die schon ein paar Mal dabei waren. Aber wahrscheinlich auch viele neue. Wir haben wieder weit über 150 Leute, die heute Abend sich eingeloggt haben. Ganz kurz möchte ich die Oberfläche erklären. Sie haben links unten die Audioeinstellungen. Wenn Sie mich jetzt zu laut oder zu leise hören, dann können Sie das dort verändern. Wenn Sie finden, es liegt gar nicht an Ihnen, sondern es liegt an mir, dann dürfen Sie das auch in F und A schreiben. Fragen und Antworten, das ist das nächste wichtige Tool. Das ist rechts unten in der Mitte. Dort dürfen Sie alle Fragen, die Sie haben, zu Südafrika, zu Dreamtime, zu dem, was wir hier präsentieren, dürfen Sie dort hier schreiben. Wir tun die entweder gerade im Chat beantworten oder wir tun sie sammeln und am Schluss in einer Runde miteinander besprechen. Dann können Sie die Hand heben. Vielleicht fragen wir mal zwischendurch etwas und dann können Sie oder dürfen Sie die Hand heben, wenn wir das gerade ausprobieren. Dann weiß ich nämlich auch, ob das wirklich funktioniert. Also, wer kann die Hand heben? Ja, das ist super. Also, Sie hören mich, glaube ich, fast alle. Den Chat brauchen wir eigentlich nicht grossartig heute. Wenn Sie das Webinar möchten verlassen, können Sie das auf der rechten Seite unten auf dem roten Knopf machen. Noch ein Hinweis für die Leute, die das Webinar auf Facebook schauen, Sie können dort an der Umfrage nicht teilnehmen und Sie können Fragen stellen, manchmal können Sie es beantworten, dort besser ist, gerade wirklich sich anzumelden. Und es gibt wieder Leute, die irgendwelche Links reinschreiben zum Kreditkarten angeben, die Sie denen nicht folgen. Das sind irgendwelche Glünki, es hat nichts mit uns zu tun. Es gibt natürlich wieder einen Wettbewerb. Damals haben wir wieder mal ein Bild versteckt, das Sie vielleicht entdecken können. Ein Bild, das nicht in Südafrika aufgenommen worden ist, sondern noch jemand anders. Das hier ist nur ein Beispiel. Also das wäre jetzt auch ein falsches Bild. Wir sind hier nämlich nicht in einem Weingebiet in Südafrika, wo das zeigt, sondern irgendwo in der schönen Lavo. Also entlang vom Weg ist mal noch ein Bild drin. Das ist nicht richtig. Dann dürfen Sie das in F und A schreiben.
schreiben Sie einfach her, dieses Bild stimmt nicht. Oder wenn Sie vielleicht sogar wissen, was wirklich ist, man kann es allenfalls wissen, dann können Sie das auch dort reinschreiben. Die erste Person, die das richtig hat, gewinnt einen Reisegutschein im Wert von 100 Franken. Also, das wäre es zum Wettbewerb. Und jetzt komme ich zum Programm. Das tut uns Andrea zeigen. Was haben wir heute alles also vor? Wir wollen Ihnen heute Südafrika ein bisschen näher bringen und werden Ihnen auch Sachen wie Klima und Reisezeit aufzeigen, wie man reist, allgemeine Informationen geben, Ihnen zeigen, dass man auch fair kann reisen in Südafrika, wie auch in anderen Ländern im südlichen Afrika. Und es gibt ein paar Geheimtipps, wo wir Ihnen mit unseren Reisevorschlägen werden zeigen. Und wie der Dominik vorher schon gesagt hat, wir tun auch am Schluss dann noch Fragen beantworten, wenn da etwas dann noch rum ist, wo wir noch müssten wissen oder wo wir nicht gesagt haben. Starten wir doch gerade mit Klima und Reisezeit. Südafrika ist eine Ganzjahresdestination. Auf diesen Diagrammen sieht man sehr genau die wichtigsten Unterschiede, die es gibt. Die Kapregion hat sogenannte Winterregen. Das bedeutet, die gute Reisezeit startet etwa ab Ende August und geht bis etwa in April rein. In unserem Sommer kann es regnen und die Tagestemperaturen sind am niedrigsten. Wobei das nicht unbedingt heisst, dass es kalt ist, wenn man die Temperaturen anschaut. Also bei uns im Sommer kann es manchmal genauso kalt und regnerisch sein wie in Kapstadt. In den anderen Gegenden ist die Regenzeit im südafrikanischen Sommer. Da ist die beste Zeit zum Reisen zwischen April und November. Das Klima ist meist angenehm, die Wintermonate kann es dann ein bisschen kalt werden in der Nacht, aber es hat angenehme Tagestemperaturen. Im Sommer kann es dann dafür heiß werden und wenn man an der Küste ist, dann geht vielfach ein bisschen Wind und das macht dann die ganze Sache wieder ein bisschen angenehmer. Anreisen nach Südafrika, es gibt 3 internationale Flughäfen, das ist Johannesburg, Kapstadt und Durban. Und diverse Fluggesellschaften fliegen hier hin, nach Südafrika. Zurzeit ist vieles noch ein bisschen unklar. Wir sind aber überzeugt, dass Südafrika bald wieder einen Boom wird erleben und dann auch die Airlines wieder mehr fliegen werden. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Inlandflüge. Für die Einreise in Südafrika brauchen die Schweizer einen Monat über das Rückreisedatum ins gültige Reisepass. Und wer zum Beispiel noch Swaziland oder das Lesotho besuchen will, dann muss der Pass 6 Monate über das Rückreisedatum gültig sein. Impfungen sind keine vorgeschrieben. Im Moment noch wichtig zur Einreise braucht es einen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. Man muss eine Alert South Africa-App installieren und die Ankunft wird dann 4-Bock gemessen. Südafrika ist etwa 30 Mal so gross wie die Schweiz und mit ihren 58 Millionen Einwohnern leben gerade mal 49 Einwohner auf einem Quadratkilometer. Zum Vergleich, in der Schweiz leben etwa 215, in Monaco 19'000 Menschen auf einem Quadratkilometer. Südafrika, da sieht man es nochmal so ein bisschen Grössenverhältnis, hat eine Ausdehnung von Nord nach Süd von etwa 1200 km und von Süd nach Ost 1100 km. Auch wenn die Strassenverhältnisse meistens sehr gut sind, ist es doch wichtig, dass man nicht allzu grosse Distanzen sich vornimmt, weil eben, man muss doch noch sehen, wo das man dann durchfährt und hat doch nicht immer ganz so gute Wege, wenn man dann bis zu der Unterkunft kommt. Reisen tut in dieser Zeit besonders gut. Man muss aber einiges mehr beachten als sonst. Dominik, wie sieht es denn im Moment aus in Südafrika? Also betreffend Covid kann ich euch etwas zeigen. Wir haben die Statistik oder die Übersicht habe ich gestern rausgekopiert, das ist ein Tagesanzeiger. Südafrika hat wie die Schweiz auch eine zweite Welle gehabt. Die war nicht ganz so stark gewesen. Das ist also bereinigt auf die Anzahl Einwohnerzahlen. Die ist nicht ganz heftig ausgefallen in der Schweiz. Und vor allem ist sie extrem stark und schnell zurückgegangen. Und wir haben im Moment in Südafrika eine Inzidenz auf 7 Tage von 16. Also das ist sehr, sehr tief. Es wundern sich alle, ein bisschen, wie schnell das gegangen ist in Südafrika mit relativ moderaten Massnahmen. Südafrikaner haben es überhaupt nicht gern, dass man die Mutation, die es hier gibt, die B1351, dass man die Südafrika-Mutation nennt.
Sie sagen, sie seien einfach die Ersten gewesen, die sie entdeckt haben, aber sie haben nicht gesagt, dass die das erste Mal in Südafrika auftaucht ist. Der Verlauf von der zweiten Welle tut das wahrscheinlich auch ein bisschen bestätigen oder mindestens wirft sich ein Fragen auf, ob A, ob das wirklich so ansteckend ist oder B, ob sie wirklich in Südafrika entstanden ist. Fakt ist aber, dass Südafrika im Moment auf der BAG Quarantäneliste ist, nicht wegen der hohen Inzidenz, sondern eben wegen dieser Mutation. Und da müssen wir jetzt ein bisschen schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber es gibt sicher, wenn man das anschaut, wenn man hier die Kurven anschaut, gibt es da ein paar Fragen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich die in den nächsten, wenn es nicht 4 bis 5 Wochen werden, klären. Südafrika hat angefangen mit Impfen. Sie haben AstraZeneca wollen verimpfen, das haben sie jetzt nicht gemacht und tun jetzt vor allem mit Johnson & Johnson auch impfen. Und dort wird man jetzt auch schauen, wie sich das dort entwickelt. Aber wir gehen davon aus, dass es jetzt mit langfristig einen Weg geht, wo man die Fälle unterhalten kann und wo man eben hofft, mit der Impfung etwas erreichen können. Das nächste Thema, das wir anschauen, ist das Thema Fairtrade. Weil das ist auch ein Teil von der Präsentation heute. Das ist auch ein Thema, das uns ein am Herzen liegt. Wer von Ihnen tut Bananen in Coop oder Migros, Aldi oder Lidl oder auch immer, mit dem Fairtrade-Stempel kaufen. Die dürfen die Hand heben. Also sehe ich hier ganz viele Hand, die gehen. Genau, ich auch. Gibt manchmal fast keine andere Option. Dort ist für uns fast selbstverständlich Kaffee oder Bananen oder andere Sachen, dass man das Fairtrade-Label unterstützen. Und etwas ganz Ähnliches gibt es auch im Tourismus. Das ist noch ein bisschen weniger bekannt, aber vom Prinzip her ist es eigentlich genau das Gleiche. Das heisst, Fairtrade in Tourism, die Unternehmen, die dort dabei sind, die erfüllen gewisse Kriterien erfüllen oder sich nach Kriterien zertifizieren. Und die Kriterien sind die fairen Gehälter und soziale Absicherung der Mitarbeitenden, verbindliche Arbeitsbedingungen. Und für Sie denke ich jetzt vielleicht, ja, das ist ja selbstverständlich, dass alle irgendeinen Vertrag haben und dass es verbindlich ist auch. Das ist vielleicht bei uns selbstverständlich, aber das ist in Südafrika und in vielen Ländern, wo es die Fairtrade-Bewegung gibt, eben nicht normal, sondern das ist eher die Ausnahme. Schulung der Mitarbeitenden ist ein wichtiger Aspekt, dass die Leute ausgebildet und gefördert werden. Die lokale Wertschöpfung, das heisst, die Idee ist eben, dass das Geld, das verdient wird mit dem Tourismus, dass das im Land bleibt und dass dort für viele Leute oder möglichst viele Leute ein Einkommen generiert wird. Das ist immer wichtig natürlich, aber gerade denke ich, in der Zeit nach der Krise wird das noch wichtiger werden. Und ein wichtiger Aspekt von der Fairtrade-Zertifizierung ist auch der Umweltschutz. Also die Unternehmen und die Unterkünfte müssen dort gewisse Kriterien erfüllen. Fairtrade heisst dann nicht, ja, das sind so einfache, kleine Unterkünfte, wo es vielleicht nicht so gut ist, aber dafür fair, sondern es sind sehr, sehr gute Unterkünfte. Es ist eigentlich die ganze Palette von der einfachen Mittelklasse-Unterkunft bis zu der Top-Lodge, ist dort eigentlich alles mit dabei. Und es ist in dem Sinn anders erklärt vielleicht auch, dass wir sagen, wir schauen, wenn wir ein Produkt auswählen, wo wir sagen, das wollen wir verkaufen, schaut man im Tourismus natürlich traditionellerweise auf den, sage ich, auf den Service, auf die Lage, auf den Standard von der Unterkunft, wie schön ist der Pool, wie ist das Essen. Und bei Fairtrade kommt einfach noch der Aspekt dazu, wie werden die Leute bezahlt, wie ist der Umgang mit dem Personal, gibt es eben Verträge, schaut man auf den ökologischen Aspekt. Aus meiner Sicht auch gerade so wichtige Kriterien, wie ob der Pool 10 Meter oder 12 Meter gross ist. Da sind einfach ein paar Beispiele. Wir haben zu diesen Fairtrade in Tourism Reisen haben wir einen Prospekt gemacht. Der ist bei uns verfügbar. Ich habe Ihnen hier 2 Seiten ausgeschnitten, um das zu zeigen. Das gibt es nicht nur in Südafrika, sondern gibt es im ganzen südlichen und auch östlichen Afrika. Es ist eine Bewegung, die so ein bisschen am Wachsen ist. Wenn Sie den Katalog möchten, den Prospekt möchten, gibt es 2 Varianten. Sie können hier jetzt das rasch abscannen. Und dann kommen Sie direkt auf einen Blätterkatalog und können den durchschauen. Wenn es Ihnen jetzt langweilig wird im Webinar oder wenn Sie multitaskingfähig sind, können Sie beides machen, also das Webinar verfolgen und den Katalog anschauen. Oder Sie können auch bei uns auf der Webseite Fairreisen oder Dreamtime können Sie den bestellen. Und dann werde ich
morgen persönlich ins Büro gehen. Im Moment bin ich im Homeoffice, aber ich werde morgen persönlich ins Büro gehen und Ihnen den verschicken. Jetzt haben wir gerade zu dem Thema noch eine Umfrage. Nicht nur Sie können Fragen stellen, sondern wir auch. Wir haben eine heute Abend. Und zwar würde es uns eben interessieren, wie Sie das so sehen, ob Ihnen das wichtig ist. Ich will das gar nicht vorabnehmen, sondern ich starte jetzt gerade daran starten. Moment jetzt mal, Sie sehen die, glaube ich, schon. Wie wichtig ist Ihnen bei der Ferienplanung die nachhaltige Ausrichtung von Leistungsträgern? Also auch von uns, von Dreamtime. Oder von einer Unterkunft. Schauen Sie da drauf oder nein, ist Ihnen komplett egal. Das ist für uns ein wichtiger Indikator auch, um das auch einschätzen können. Ich sehe es heute gar nicht so gut, wie viele dabei sind, aber ich glaube, wir haben eine höhere Beteiligung. Ich gebe Ihnen noch 3 Sekunden und dann beenden wir die Umfrage. Wunderbar. Also beenden Sie die Umfrage. Ja, doch, das ist, ich Ihnen das jetzt auch zeigen. Ich glaube, Sie haben das jetzt gesehen, also doch ein grosser Anteil, wo das entweder sehr wichtig ist, sehr wichtig ist ein kleiner Teil, aber doch wichtig. Ganz egal, ist niemandem, also das ist doch sehr schön. Also, ich werde jetzt das beenden und gehen weiter in der Präsentation. Und zwar müssen wir Ihnen jetzt einen Reisevorschlag machen und die erste Etappe tut uns Andrea vorstellen. Jawohl, wir starten, wenn es dann wieder tut, wunderbar. Wir starten von Johannesburg zuerst Richtung Norden und gehen dann durch den Kruger Nationalpark bis nach Durban und zeigen Ihnen da ein paar spezielle Sachen. Anfangen tun wir mit dem Marakele Nationalpark. Der ist etwa 2,5 Stunden von Johannesburg entfernt und liegt in der Waterberg-Region. Das sind Bilder, die wir jetzt vorher schon gesehen haben, aus dem Marakele-Nationalpark. Man sieht, es hat sehr viele Berge. Man kann hier auch Wanderungen einen Teil machen, aber der Großteil ist man mit dem Auto unterwegs. Wir haben hier in einem einfachen Zelt übernachtet und haben es wunderschön an dem See gelegen. Und am Abend sind die Elefanten gekommen, baden und trinken, während wir hier unser Feuer gemacht haben und zu Nacht gegessen haben. Es gibt in diesem Gebiet aber auch viele schöne Lodge. Zum Beispiel möchte ich Ihnen das Ans Nest kurz vorstellen. Das sieht, auf dem Gebiet kann man reiten, egal ob als Anfänger wie ich oder Bürgerritter wie mein Mann. Es ist ein absolut fantastisches Erlebnis, weil er ist wirklich bei diesen Tieren und die Nashörner lassen sich überhaupt nicht stören. Man kommt sehr nahe an und kann hier wirklich etwas Spezielles erleben. Südafrika ist auch sehr bekannt für einen Haufen Golfplätze, einen Haufen sehr schöne Golfplätze. Wir sind hier in Entabeni und das war kurz vor der Eröffnung vom Golfplatz, den die hier hatten. Und der Golfplatz hat hier noch nicht zu gehabt. Und die Leute haben gefunden, sie wollen auch mal schauen, was da Neues gibt und sind dann wirklich auf dem Golfplatz gelegen. Das war ein sehr lustiges Erlebnis, wo wir heute noch davor reden. Und nachher sind wir dann weitergefahren. Wir sind Richtung Botswana gegangen. Das ist der Thuli-Block, wo Maschatu dazu gehört. Da aus ist schon die Anfahrt relativ speziell. Nur zum sagen, es ist im Normalfall einfacher, von Südafrika dort hinzukommen, als von Botswana her. Wir sind hier mit dem Bötli oder beziehungsweise mit der Seilbahn übereingebracht worden, haben dann nachher eine Pass- und Zollkontrolle gehabt und sind nachher in dem wunderschönen Park gewesen. Der Ort heisst Land of Giants wegen seiner grossen Baobab und der Elefantenherde, die wir hier haben. Er ist aber auch bekannt für seine Raubtiere, egal ob grosse oder kleine. Und etwas ganz Spezielles, was wir in Maschatu haben, das sind die Heiz. Die Verstecke für uns, wo wir drin sind, sind bei den Wasserlöchern zu. Und wenn dann die Tiere reinkommen, gut trinken, dann nachher kann man da super schöne Fotos machen von den Tieren von ganz nahe. Als nächstes käme das Venda-Gebiet, wo Leshiba drin ist. Da wird uns aber später dann John noch etwas darüber erzählen. Und darum gehen wir jetzt gerade weiter im Norden vom Krüger Nationalpark. Diese Ecke ist recht weit von Johannesburg weg und darum hat es da auch viel weniger Leute. Wir sind hier im Outpost.
Das ist eine wunderbare Lodge, die einen fantastischen Ausblick hat über die Region. Und am liebsten würde man eigentlich gar nicht mehr dort zum Zimmer raus. Aber dann würde man fantastische Landschaften verpassen, die der Norden vom Krüger zu bieten hat. Da haben wir zum Beispiel den Fever Tree Wald. Und da sind wir bei Crooks Corner gestanden. Das ist die Grenze zwischen Südafrika, Botswana und Zimbabwe. Wie Sie sehen, kann es im afrikanischen Winter wirklich kalt sein am Morgen. Wir haben hier fast alles angehabt, was wir dabei hatten. Ich kann Ihnen aber sagen, am Mittag bin ich wieder am Pool gelegen und in der kurzen Hose. Von dem her nicht so dramatisch. Der Krüger Nationalpark ist etwa halb so gross wie die Schweiz und ich finde, er ist immer eine Reise wert. Der Park ist sehr abwechslungsreich, hat unterschiedlichste Landschaften und vor allem auch sehr, sehr viele Tiere. Wir sehen hier ein paar Impressionen von verschiedenen Tieren, die wir hier haben. Einfach zum sagen, alle die Aufnahmen haben wir selber gemacht, wo wir im Park innen unterwegs waren. Rund um den Park hat es verschiedenste private Tierreservate. Ich sage Ihnen noch kurz, wie so ein Tagesablauf auf einer Safari aussieht. Man steht bei Sonnenaufgang auf, dann gibt es etwas Kleines zum Morgen und es folgt die erste Safari-Aktivität. Mit ein bisschen Glück gibt es dann ein Buschfrühstück oder man isst normal in der Lodge, was auch sehr schön ist. Und dann hat man Zeit, um die schöne Lodge zu geniessen. Darum lohnt es sich auch, dass man da mindestens zwei Nächte macht, damit man auch etwas von der Unterkunft hat. Am Nachmittag um 3 trifft man sich dann wieder zum Haiti, weil man hat ja schon wieder ein kleines Hümmerli. Und dann geht es nochmal auf Safari. Meistens bis über sie dunkeln raus, damit man auch die nachtaktiven Tiere kann sehen. Zwischen denen gibt es natürlich noch einen feinen Sundowner, weil ein Gin Tonic darf natürlich nicht fehlen. Und dann geht es zum Abschluss vielleicht wie hier in eine Boma, wo man dann noch ein feines Nachtessen geniesst. Wenn man etwas Spezielles zu feiern hat, wie zum Beispiel Honeymooner oder einen Geburtstag oder sonst einen speziellen Anlass, dann können wir Ihnen auch sehr gerne so einen Busdinner organisieren, wo Sie dann das Zweite für sich geniessen können. Und dann freut man sich dann auch aufs Bett, weil am nächsten Morgen geht es ja schon wieder früh los. Etwas ganz Spezielles, was man organisieren kann, sind zum Beispiel auch solche Treehouses, wo man dann unter dem Sternenhimmel übernachtet. Das ist auch etwas ganz Spezielles, was es da gibt. Im Krüger Nationalpark gibt es auch private Tierreservate. Und da möchte ich Ihnen die Rhino Walking Safari ans Herz legen. Wir sind an dem schönen Ort, wo wir hier sehen, begrüßt worden und haben dann am ersten Abend eine Tierschfahrt unternommen, um die Region ein bisschen kennenzulernen. Wir haben die erste Nacht in dem schönen Zelt übernachtet. Und am nächsten Morgen sind wir dann zu Fuß unterwegs gewesen, was einmal eine tolle Abwechslung ist, um nicht immer umgefahren werden müssen. Man entdeckt viele Kleinigkeiten, die sonst zu kurz kommen. Am Mittag waren wir zurück in der Lodge, haben dann etwas zu Mittag gegessen und am Nachmittag haben wir uns dann nochmal auf einen Walk gemacht. Nach etwa 3 Stunden sind wir dann hier angekommen. Der Sleepout liegt wunderschön, es hat eine Wasserstelle vorne dran und wir haben dann in diesen Zelten übernachtet. Dort unten, wo man das Feuer sieht, hat der Guide das Nachtessen gekocht. Und es ist ein wunderbares Erlebnis, wirklich absolut in der freien Natur zu sein. Ich zeige Ihnen jetzt noch einen ganz kurzen Film, der ein bisschen Safari-Gefühl noch näher bringen soll.
Jetzt als nächster Punkt kommen wir zur Panoramaroute. Hier sehen wir den Ausblick zu den Three Roundels beim Light River Canyon. Auch hier kann man wunderschöne Wanderungen machen. Man kann es auch einfach geniessen. Und man hat hier schöne Wasserfälle. Entschuldigung. Und seit neuestem kann man auch mit dem Lift zu der Schlucht runterfahren. Der ist aus Glas, also man sieht dann wirklich, wie es da durchabgeht und dann die Aussicht geniessen. Ebenfalls einen wunderschönen Ausblick hat man bei God's Window. Oder man geniesst einfach mal einen halben Tag in der schönen Lodge, da zum Beispiel in Iketla, auch hier wieder eine Fairtrade-Unterkunft und relaxt ein bisschen am Pool. Wir fahren dann durch Swasiland. Der Ort ist bekannt für Kunsthandwerk, Tradition und Kultur, oder beziehungsweise das Land. Und man sieht hier ein bisschen eine typische Landschaft in diesem Gebiet. Es ist so fein hügelig. Es hat hier die Strassenszene. Man kann öfters mal etwas am Strassenrand auf einem Markt kaufen. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist House on Fire. Das ist so eine Mischung zwischen 100 Wasserhaus und Niki de Saint-Fall. Da hat es einen Haufen Künstler, die ihre Kunst ausstellen und man kann auch gewisse Sachen hier posten. Dann fahren wir weiter über den Schlusslue-Nationalpark nach St. Lucia, wo wir im Isimangaliso-Wetland-Park gehen. Der Schlusslue-Nationalpark war der erste Nationalpark in Südafrika. Er ist gegründet worden, zum Nashörner schützen, was heute wieder wichtiger denn je ist. Es gibt aber natürlich auch ganz einen Haufen andere Tiere hier. Man sieht auch hier wieder, die Landschaft ist bergig und bietet immer wieder wunderschöne Ausblicke. Und dann kommen wir ans Meer, der Ausgangspunkt für den Isimangaliso-Wetland-Park, das ist St. Lucia. Von da aus haben wir einen Haufen Ausflugsmöglichkeiten, die wir machen können, zum Beispiel auf dem See, wo man Flusspferde und Krokodil sehen kann. Oder wir haben zum Beispiel auch dürfen einen Kindergarten besuchen. Und es gibt das Living Museum, wo einem auch mal einen anderen Blickwinkel auf Südafrika zeigt. Es hat da eine Krokodilfarm, muss also nicht unbedingt auf Australien zu so etwas sehen. Oder man macht eine Wanderung im Nationalpark. Etwas sehr Schönes in dieser Gegend ist Tonga Beach Lodge. Da kann man wunderbar am Strand entlang laufen. Es gibt sehr viele Informationen zu dem Gebiet. Man hat Möglichkeiten, dass man hier eine Auszeit geniessen kann. Übrigens, es gibt auch eine Zeit, wo die Schildkröten hier Eier legen können, wo man dann geniessen kann. Ich geniesse jetzt noch ein bisschen die schöne Lodge und gebe darum an Dominik weiter, der uns später an die Wild Coast und die Drakensberge entführt. Aber zuerst schalten wir zum John, der uns noch etwas über die Shiba wird erzählen. Danke vielmals, Andrea, für die spannende erste Etappe. Genau, und wir machen jetzt einen kleinen Sprung nach Südafrika, Les Shiba. John, can you hear us? Yes, I can. Thank you, Dominic. Okay, also ich tue jetzt auf Englisch das kurz mit dem John schwätzen, damit alle Leute, die uns zuschauen aus Deutschland und aus Österreich, dann auch mal etwas verstehen. Nein, ich werde auch dann hin und wieder mal etwas übersetzen. So, John, how is life in South Africa? How's the situation? Life in South Africa has always got in its history two sides. One is it's wonderful and it's magical and it's got everything that your slideshow showed. On the other hand, it's always got challenges and COVID has just added another one. Okay. So the John is a pioneer for fair trade in Südafrika. Ist einer von den ersten gsi, wo das angefangen hat verfolgen. Er ist Inhaber von der Les Shiba Mountain Lodge. Und er wird uns jetzt das ein bisschen zeigen. So John, you're one of the pioneers of fair trade in South Africa and you own and run the lodge up at Les Shiba. So you probably tell us a little bit about your place. Yes, thank you. First of all, Dominic, Andrea and Patrick and Dreamtime, thank you very much for this opportunity and to all your viewers. I might add, it's the first link that we have had since pre-COVID with overseas, and I really take it as a privilege, appreciate it. On Les Shiba, just as a brief introduction, I've always said Les Shiba has got a wonderful combination of two aspects. It's got an incredibly biodiverse, wonderful area, and secondly, it's got its people.
Thank you, Dominic. Can I just tell the viewers just a brief introduction to Lishiba before we go through the slides? Lishiba is very different for a number of reasons. It's different to many of the lodges or most lodges in wildlife areas. It's got a combination, firstly, of an incredible biodiverse environment, and I'll talk about that later. But it also has the rich culture of the local Venda people. Thirdly, it's on top of a mountain. It's not often you find a wildlife reserve on top of a mountain. And it's given us the opportunity to create something different. And we call this a real art of life experience. So if you come to Lishiba, you get an all-rounded, different experience to most other people. And the word art of life is what we like to believe you leave Lishiba with. A key feature of Lishiba is its rhino. Now, in the slides that you showed before, there were a number of places with rhino, but Lishiba is one different aspect. People can walk freely, guided or unguided, with a rhino in the most incredible environment. And if one says rhino are dangerous, yes, they are wild animals, but you can walk freely with them, and it's been going on for the last 25 years. A key feature is the Venda Art Village, also different. And the next quote on the next page says it. This was our local Getaway magazine who said that Lishiba Venda Art Lodge is maybe the most unique lodge in all of Africa. It is different. It is not better or worse. It is very different. It was established. It's based on an original village where people used to live a long time ago. This was an original village made of mud, and we reconstructed a lodge around it, and we had the enormous privilege of having a local artist, Noria Mabasa, who is internationally renowned, who created the sculpted wonderland. She was 64 years old at the time, and she produced this in the space of 5 weeks. And it is very different and unique. We then used the same principle of the traditional hut and created luxury units. And the next slide will show you what we believe is real African luxury. These huts are based on the traditional hut, and this is the further more recent one. So we've got, in addition to the lodge, which sculpted lodge, which sleeps 19, we've now have 5 luxury units, all based on the same principle, but providing you an extra degree of privacy, remoteness, and luxury, but all in the traditional African manner. This is the most recent one. And here are some features of the facilities that we have in the luxury units. This is said to be the most, one visitor said that's the most delicious bath in Africa. This was created by Noria Mabasa. Food is a key feature of every lodge, and we take pride in producing it from our organic permaculture garden. We've now in the process of establishing a further venue. It's the original farmhouse that has been there since 1980, and it's being renovated into a 6 ensuite bedroom unit. And you can see the view previously on the swimming pool, and there's a photo of the facility, and the next slide summarizes it. So there's 6 luxury bedroom suites. It's got magnificent views to the east and a spectacular swimming pool. A major feature of Lishiba, which makes it different to most other wildlife reserves, is that you're freely able to walk with a rhino. We do not have the other big 5 other than leopard, but the leopard is nocturnal, and you see them only occasionally. And here's a map showing trails that you can do either guided or self-guided. And there are about 10 trails through this incredible environment. And I'd like to just keep it there for a moment, Andrea. And that is just to say to you, our property is 2,500 hectares. And the Kruger National Park, which is an extraordinary diversity of tree species, in its website says that the entire Kruger National Park
as 336 different trees. We've got an official research that's been done, and Lushiba on 2,500 hectares has got over 380. So it has got more tree types just on Lushiba than the entire Kruger National Park. And the reason is it's got a micro climate, and it's been equated to Madagascar, where you've got unique insects, animals, tree species, and this results in this wonderful environment that is you're enabled to walk in. So if you want to walk in a beautiful environment, see animals, including rhino, sheep offers it, including two areas such as this. Here's a statement made by a very well-known man, Thomas Pakenham. The sheep exceeded all my expectations. This is paradise and I long to return. Another feature which I mentioned earlier is the amazing art and culture of the local Venda people. And here are just one example. This is one here of a wood carving that was acquired. And here is another example, which was produced at Lushiba and is now in the National Gallery in South Africa in Cape Town. These are not curio pieces. They're amazing artworks. And the authority, the experts say there's no other place in Africa that produces what they do here. Another quote. We are in the northern part of Limpopo province. There's a mountain range called the Soutwansberg. It is not too far from the outpost and from Mashatu, which was referred to earlier. And we, on top of that mountain, as you'll see there, on the left-hand side of the Soutwansberg. That completes my presentation, and appreciate it and happy to answer any questions. Thank you very much, John. We're already pretty much in delay, but still there's a few questions I really would like to ask, or probably the most important one. You have invested in sustainable tourism and as well in fair trade far long ago before it became, you know, very, let's say, trendy or more known. Why did you do that? Why did you go into sustainable tourism that many years ago? Two reasons, Dominic. Firstly, when we arrived there and purchased the property in 1993, there was we were not on the electricity grid. And from that moment, we decided that we would go sustainable. And since then, everything at Lushiba has been off-grid, and we've implemented most of the principles of sustainable development right into the building techniques and using the local knowledge. So that was the one reason. The second reason is this area around here are approximately 1.5 million people, not near us, but in the broad sub-region. And many of them live in rural villages and are poor. And one needs to make a contribution and become part of that whole area. And those two reasons prompted one to go to fair trade and become qualified for fair trade. It's the belief in preserving the planet, looking after the people while you run your business. Excellent, thank you very much. We are short of time, but you will stay with us the whole evening. And if you have any questions from the audience and as well ourselves, we will pass them on to you. Also der John bleibt jetzt bei uns den ganzen Abend. Wir danken ihm schon ganz herzlich für die Präsentation von seiner Heimat, kann man sagen. Und er ist den ganzen Abend hier bei uns. Und wenn es Fragen gibt, kann man ihm die selbstverständlich stellen. Aber wir sind auch schon etwa 10 Minuten hinter drei. Darum müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben. Was eigentlich gar nicht passt in einer Reise durch Südafrika, aber jetzt gehört es halt auch dazu. Unsere nächste Etappe führt uns von Durban Richtung Drakensberge, Lesotho, aber an die sogenannte Wild Coast. Und startet ihr mit Durban, ich habe nur ein Bild rein, ist nicht eine Stadt, wo man viel Zeit verbringen muss. Ich habe eigentlich für mich selber schon zu viel Zeit hier verbracht. Ich gehe immer an eine Messe, die geht immer etwa 4 Tage in Durban, jedes Jahr. Das Jahr und das letzte Jahr war sie nicht, aber eigentlich hat man sie eben relativ schnell gesehen und ist jetzt nicht eine besonders attraktive Stadt. Aber es ist ein guter Gateway, ein Ausgangspunkt, dorthin, wo wir gehen wollen. Und da zeige ich Ihnen noch ganz kurz eine Karte. Ich habe immer gerne die geografische Karte, weil dann tut man das Land ein bisschen besser verstehen.
Rechts hat man den roten Punkt, das ist eben drüben. Und nachher kann man hindern in die Bergwelt gehen. Und Sie sehen, ein grosser Teil von Südafrika ist an hochgelegen, ein Hochplateau. Zum Beispiel Johannesburg liegt auf etwa 1600 Meter oben. Und es ist sehr gebirgig. Und darum ist das Land auch so spannend. Darum hat man die ganz vielen verschiedenen Landschaftsformen. Und so sieht es dann aus, wenn man von drüben her ins Hinterland fahren tut. Es wird sehr schnell grün, ländlich, gebirgig. Wir kommen eben die Drakensberge hier. Wir haben viele verschiedene Nationalparks. Maloti Drakensberg National Park ist so der Überbegriff. Giant's Castle ist ein Gebiet, wo man herkommt. Da braucht man ein bisschen Zeit. Es gibt auch hier selbstverständlich sehr schöne Unterkünfte, geprägt von der Landschaft. Die sind draußen in der Wildnis. Das ist jetzt eben ein Beispiel davon. Es gibt aber hier verschiedene. Man kann hier wandern. Vielleicht erkennt ihn noch jemand, das ist der Claudio Juhn, der früher noch mal bei uns gearbeitet hat und gerade eben auch im Fairtrade-Bereich sehr, sehr viel investiert hat und uns hier vorangebracht hat. Man geht am besten mit Wanderschuhen wandern, man kann auch barfuß, wenn man will. Das einfach ein paar Impressionen aus dieser Welt aus, aus diesem Drakensberggebiet. Wir fahren in Richtung Lesotho, auch hier wieder fantastische Felsabbrüche, wunderschöne Bergwelten. Das sind Aufnahmen dann vom Golden Gate National Park, gehören auch zu den Drakensbergen. Und auch das ein ganz schönes Bild in einer ganz speziellen Stimmung, ganz spezielles Licht. Das ist jetzt schon in Lesotho drin, da kann man einreisen. Man kann das mit dem Mietauto machen. Man braucht idealerweise ein 4x4-Fahrzeug, man sieht es nachher. Lesotho ist prägt von der traditionellen Lebensweise in diesen Hütten, die Dörfer, da leben die Menschen. Natürlich auch sehr, sehr ländlich, sehr viel Landwirtschaft. Und wenn man wieder aus Lesotho ausgeht, auf unserer Reise, die wir jetzt hier machen, oder wo wir bei uns im Prospekt hin haben, die wir dann ein, zwei Mal hier innerhalb von Lesotho übernachten. Und nachher gehen wir über den Sani-Pass wieder raus. Das ist ein spektakulärer Pass. Das ist ja das Grenze dann zwischen Lesotho und Südafrika. Kann man vielleicht eins ziehen. Der Sani-Pass selber ist 2800 Meter hoch. Lesotho selber weit über 3000. Hat es viele Berge, die weit über 3000 Meter sind. Und so sieht die Strasse aus. Und darum empfehlen wir hier empfehlen, ein 4x4-Fahrzeug zu nehmen. Es ist vorgeschrieben. Generell in Südafrika kann man 4x4, man muss nicht. Es gibt jemanden, der Strecken, man sagt, je nachdem, wo man unterwegs ist, man kann auch viel mal mit einem normalen Auto fahren, aber hier sicher ein 4x4-Fahrzeug. Und jetzt haben wir den Kreisel gemacht und fahren führen Richtung Küste, an die sogenannte Wild Coast. Und wie es der Name sagt, ist die eben wild. Man wird nicht eine Küstenstrasse haben, wie wir es dann vielleicht weiter unten haben, an der Garden Route, sondern es wird eine Strasse sein, wo man im Inland fährt und dann immer wieder Abstecher macht an den verschiedenen Küstenorten führen, zum Beispiel Port St. Jones, Coffee Bay. Wir sind hier im Gebiet von der ehemaligen Transkei. Das ist ein Gebiet in der Zeit der Apartheid, wo eine gewisse Autonomie hatte. Das ist ein Gebiet, wo die Schwarzen haben müssen wohnen. Das war ein sogenanntes Homeland. Und das Gebiet ist auch hier, wo der Nelson Mandela geboren ist und die ersten Jahre von seinem Leben verbracht hat. Das einfach ein paar Impressionen von dieser Küste. Ganz schöne Küstengebiet, wild. Man kann hier, also man kann schon baden, aber es ist meistens zu kühl und zu rauch. Aber ganz schöne, weite, wilde Küstenabschnitte und Strandabschnitte. Das Gebiet hier ab ist dann, wenn Sie vielleicht ein bisschen Zeit haben, wenn Sie ein bisschen weg wollen von der Haupttouristenroute, wenn Sie ein bisschen Südafrika kennenlernen, wo vielleicht nicht in allen Prospekten und Bildern gezeigt wird, und wenn Sie Kühe am Strand sehen wollen. Also richtige Kühe am Strand, die sieht man hier, Port St. Jones, Coffee Bay, hat es die etwa einmal. Und das Gebiet ist auch geprägt von eben nochmal sehr traditionellen Strukturen, die kleinen Ortschaften, Dörfli, farbige Häusle, Menschen freundlich, zurückhaltend.
nur nicht so verwöhnt vom Tourismus. Und das ist eigentlich ein schöner Aspekt, den ich finde, darum lohnt es sich gerade, hier drauf zu fahren. Das war es schon von der Wild Coast. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf die Karte. Und dann gehe ich wieder zurück zu Andrea, die uns bis, noch nicht ganz, aber fast bis auf Kapstadt übernimmt. Dort bin ich dann nochmal am Schluss mit dabei. Danke, Dominik. Ja, wir haben jetzt schon ganz viel über das wunderbare Land gehört und doch gibt es noch sehr vieles zu sehen. Wir machen uns langsam auf den Weg Richtung Kapstadt und entdecken dabei noch ein paar Geheimtipps. So, jetzt tut es wieder. Starten tun wir mit dem Addo Elephant Park. Wie es der Name schon sagt, ist der damals gegründet worden, um die letzten Elefanten, die da unten leben, können zu schützen. Und wer bis jetzt noch nicht im Krüger oder so war, für den ist der Ausflug sicher super gut. Wer aber schon an anderen Orten war, ja, man kann den Ausflug machen, aber es gibt sicher interessantere Perks. Wenn, dann nachher sehr schön sind auch da wieder die verschiedenen Lodges in den privaten Tierreservaten. Auch da hat es ein Fairtrade-Beispiel. Das Amakala Game Reserve hat mehrere Lodges für jedes Budget. Und da sehen wir auch Bilder von der Safari Lodge. Und wenn wir dann ein bisschen weiter nördlich fahren, dann kommen wir an verschiedene schöne Kleinstädte vorbei, wie zum Beispiel Craddock. Das ist der Ausgangspunkt im Zebra Mountain National Park. Die Mountain Zebras, die sieht man eigentlich nur hier. Es gibt hier natürlich auch noch weitere Tiersichtungen, die wir hatten. Sehr schön war, auch mal ein bisschen etwas anderes zu sehen. Und ganz etwas Spezielles war, wo das Spitzmaulnashorn ganz unerwartet aus dem Busch rausgebrochen ist und wir das eine Weile konnten anschauen, bis es dann nachher wieder verschwunden ist. Man ist hier in der grossen Karoo unterwegs. Und das ist so, eine Strasse wird ganz typisch in diesem Gebiet. Man sieht, man kann hier fast kilometerweise geradeaus fahren. Hier in Chavrenet, das ist so ein einer von diesen Punkten, die wir in der Karoo anschauen, ist es noch nicht so touristisch. Wir sind hier wieder wandern. Es hat wunderschön renovierte kapholländische Häuser, herzige Bed and Breakfasts und sehr gute Restaurants. Etwas etwas Spezielles in der Umgebung ist zum Beispiel das Owlhaus, das man hier entdecken kann. Die Künstlerin, die hier gelebt hat, die hat das ganze Haus und den Garten mit ihren Kunstgegenständen vollgestopft. Wir kommen dann zurück an die Küste und sind an der Garden Route. Da haben wir zum Beispiel Plettenberg, wo ein sehr guter Ausgangspunkt ist für die Gegend. Von da aus kann man zum Beispiel den Titicaca-Nationalpark besuchen. Auch da wieder kann man sehr schön zu Fuß unterwegs sein. Ich glaube, die Hängebrücke gehört zu einem der meist fotografierten Sujets in Südafrika. Wer es gerne ein bisschen weniger anstrengend möchte haben, der kann zum Beispiel mit diesen Segways unterwegs sein. Man sieht, es hat recht Spass gemacht, was wir da gemacht haben. Man kann aber auch mit der Robbe schwimmen. Wie wir vorher schon gesehen haben, Kanu fahren. Oder halt auch einfach wieder mal den Strand geniessen, einen wunderschönen Sonnenuntergang und am Strand sitzen. Und eine sehr gute Alternative ist natürlich auch in Neisna, wo man super feine Austern kann essen oder auch mal ein bisschen shoppen. Und weiter geht es dann wieder über die Berge zurück nach Altshorn. Der Ort selber bietet nicht sehr viel. Was ich aber sehr spannend finde, sind zum Beispiel der Swartbergpass, den man hier sieht. Der ist nicht geteert. Hier braucht man übrigens kein 4x4 Fahrzeug, um durchfahren zu können. Man sieht auch hier wieder eine wunderbare Strasse, die man machen kann. In und um Altshorn herum gibt es ganzen Haufen Straussenfarmen. Wir haben hier einfach mal am Strassenrand angehalten und haben ein paar Straussen füttern. Und die sind so neugierig gewesen. Und wenn irgendetwas blinkt oder blitzt, dann nachher finden sie es mega spannend und kommen auf einem zu. Und ebenfalls sehr interessant sind die Kango Caves, die wirklich ein Besuch wert sind. Auch hier haben wir natürlich wieder eine Fairtrade-Unterkunft mit Desico, wo man angenehm kann übernachten kann. Man hat hier auch Möglichkeiten, etwas über das Farmleben mitzubekommen. Und was ganz etwas Spezielles ist, die haben Erdmännchen auf ihrem Gebiet. Und da kann man einen Ausflug machen, um am Morgen zu sehen, wie die aufstehen. Zwischen Juni und November kann man in diesem Gebiet hier Wal beobachten. Auch hier gibt es eine etwas weniger bekannte Ecke, das ist die Hope Nature Reserve.
Man hat wieder Möglichkeiten, um zu Fuß unterwegs sein, zum Wandern, zum Mountainbiken. Es gibt aber auch Quadbikes. Oder man kann einfach am Strand sitzen und schauen, wie die Wale kommen. Wir sehen, wir haben Pech mit dem Wetter und bei uns ist leider keiner auftaucht. Dafür haben wir eine riesige Herde mit Elenantilopen gesehen. Wir haben Ihnen heute ganz einen Haufen Bilder von Fairtrade-Unterkünften gezeigt. Selbstverständlich bietet man auch alle weiteren Unterkunftsmöglichkeiten an, von einfachen Self-Catering-Unterkünften über Bed and Breakfast bis zur absoluten Luxus-Lodge. Was für uns ganz wichtig ist, nebst dem Fairtrade natürlich auch, dass wir wirklich mit kleinen und persönlich geführten Unterkünften zusammenarbeiten, weil die tun auch unsere Kunden schön bewirten, geben ihnen Tipps weiter und das ist für uns sehr wichtig. Wir sind nachher nach Hermanus, das ist eigentlich der wirklich bekannteste Ort für die Wahlbeobachtungen. Und das Geniale hier ist, man kann eigentlich die Wahl direkt vom Wanderweg aus beobachten. Und wenn man ein Hotel hat mit einem Zimmer mit Meerblick, dann kann man am Morgen, wenn man die Vorhänge auftut, gerade schon mit Glück die erste Wahl sehen. Und dann haben wir noch Cairns Bay. Hier unten lebt der weiße Hai. Und wer mutig genug ist, der kann hier im Käfig abtauchen. Wir machen jetzt einen Sprung Richtung Cedarburg und an die Westküste. Wir finden hier einsame Strassen und Felsmalereien, wunderschöne Landschaften und vor allem in der Blütezeit zu August, September ein wunderbares Blütenmeer. Unterwegs hat es auch hier immer wieder die kapoländischen Dörfer, wie hier zum Beispiel in Talbach, wo wir waren. Es hat tolle kleine Restaurants, um etwas zu essen. Und auch, wenn man mal etwas anderes sucht, es gibt auch Adrenalinkicks, die man haben, wie hier, wo wir waren, zu Zipplinen. Und zum Abschluss gehen wir jetzt noch an die Westküste. Da sind wir im Paternoster, ein wunderschöner Ort, um sich zu erholen. Lange Spaziergänge am Strand entlang machen. Wir haben hier eine Delfinschule gesehen, die an uns vorbeigelaufen ist. Und etwas ganz Spezielles. Südafrika ist ja sehr bekannt für gutes Essen. Und wir haben letztes Jahr im Restaurant Wolfberg im Paternoster reserviert gehabt. Wir haben dann leider nicht gehen können, weil es ja zu war. Das Restaurant ist bei den 50th Best Restaurant of the Year 2019 zum Besten gekürt worden. Wir hoffen, dass wir hier vielleicht dieses Jahr hingehen können. Erholen kann man sich aber auch in der wunderbaren Natur, die wir hier haben. Da haben wir zum Beispiel den Olomeus-Clip, der sich hier dafür anbietet. Es werden Farmtouren angeboten, man kann wieder wandern, man kann Kanu fahren, man kann Mountainbiken und eben auch wieder eine Unterkunft, wo es sehr, sehr gutes Essen gibt. Und damit zurück zum Dominik, der uns noch ins Weingebiet und auf Kapstadt entführt. Danke vielmals, Andrea. Ich habe jetzt noch 2 Minuten fürs Weingebiet. Vielleicht muss ich ganz leicht überziehen. Also, wir gehen weiter und zwar eben zuerst nach Kapstadt auf der Karte hier eingezeichnet. Bevor wir aber Kapstadt anschauen, noch ein Hinweis auf unsere Hakuna Matata-Garantie. Im Moment sind viele Leute vielleicht auch sehr verunsichert. Sollen wir Ferien buchen? Sollen wir planen für den Sommer, für den Herbst, vielleicht sogar für das nächste Jahr? Und da haben wir versucht, eine innovative Lösung herzukriegen und haben das, glaube ich, geschafft. Sind, soviel ich weiß, die Einzigen, die die Garantie können abgeben können. Und zwar, dass sie die Reise, wenn es wieder Einschränkungen gibt, infolge von Corona, und zwar bei ihnen selber, also wenn sie würden erkranken oder positiv getestet wären, aber auch wenn das Land zugeht, oder auf die Quarantäneliste kommt vom BAG, können Sie das ohne Kosten voll wieder annullieren. Also das soll Ihnen eigentlich ein bisschen Sicherheit geben, dass Sie Reisen jetzt auch können anfangen zu planen und sich darum kümmern und dann nicht alles kurzfristig machen. Details dazu finden Sie bei uns auf der Webseite. Und ich glaube, das Bild zeigt schon alles. Kapstadt, eine fantastisch gelegene Stadt, fast nicht vergleichbar. Es gibt eigentlich fast nichts Ähnliches, wie eine grosse Weltstadt gelegen ist. Mit den Bergen, mit den Küsten. Das sind einfach ein paar Impressionen von dieser Stadt, wo man gut und gern ein bisschen Zeit verbringen kann. Das ist unten an der Waterfront, wo man sich auch gut kann zu Fuß bewegen kann. Restaurant, Läden. Das ist die sogenannte Long Street. Das ist eine der zentralen Strassen, um zu flanieren in Kapstadt.
Und natürlich darf der Ausflug oder ja, der Ausflug auf den Tafelberg nicht fehlen, wo man rüber geht mit einem Bändchen. Ich empfehle, wenn Sie einen mehrtägigen Aufenthalt in Kapstadt planen, schauen Sie immer als erstes best gut zu gehen auf den Tafelberg, weil oft kommt schlechtes Wetter am Nachmittag, es ist einmal windig und dann fährt das Bändchen nicht mehr. Also wenn Sie die erste Gelegenheit haben, tun Sie das machen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Sie urlaufen, ist anstrengend, egal ob Sie mit dem Bändchen schauen oder zu Fuß, ist ein fantastischer Ausblick. Der Botanische Garten, Kirstenbosch, auch nicht weit von der Innenstadt weg. Und ein ganz spezielles Viertel ist das sogenannte Bokap-Viertel mit diesen farbigen Häuschen. Es gibt eine interessante Geschichte dazu. Es hat, würde jetzt fast zu weit führen, wenn ich die nochmal ausführen würde. Aber die, ganz in kurz, es ist darum gegangen, dass die Regierung gesagt hat, wir wollen nur weisse Häuschen. Und die Leute, die dort gelebt haben, das sind Leute von der Abstammung von der Sklaven aus Malaysia, zum Teil auch Indien, das sind die sogenannten Coloureds. Die haben sich dann widersetzt und haben als Protest dann alle Häuschen anfangen, farbig anmalen. Und das hat sich dann heute, bis heute erhalten. Das ist eine Touristenattraktion geworden. Und da kann man schauen, wunderbare Fotos machen. Oder wenn Sie ein bisschen mehr Zeit haben, können Sie sich einen Guide nehmen. Das ist etwas, das wir empfehlen. Gehen posten, vielleicht bei der Metzgerei vorbeigehen, beim Gewürzhändler, wo es ganz viele hat, eben aus dieser Wurzel von der Geschichte von der Malaien und von der Inder. Und dann geht man heim. Bei jemandem kochen. Und das muss man natürlich voranmelden. Man kann nicht einfach zufällig noch einmal klopfen und sagen, kann ich bei dir kochen, sondern man macht das mit einem Guide. Ist aber wirklich privat bei Leuten daheim und das ist ein super Erlebnis. Das ist, glaub, wenn ich an Kapstadt zurückdenke, natürlich die schöne Landschaft, die schöne Lage, aber das Erlebnis, den halben Tag draußen auf dem Markt und nachher kochen, ist etwas, was mir am besten geblieben ist. Und natürlich ist man nur, nicht nur in der Innenstadt, sondern man macht auch Ausflüge raus. Das ist jetzt ein Vorort, das ist Camps Bay. Sehr schöne Häuschen, da könnte man auch leben. Also sehr, sehr schön. Schöne Strand, sehr gute Restaurant. Von daher ist man etwa eine halbe Stunde in der Innenstadt drin. Und dann natürlich der Weg raus, Richtung Kap der guten Hoffnung. Also man ist schnell wieder draußen in der Natur. Und das ist natürlich der obligate Ausflug hier runter. Können Sie geführt machen oder mit dem Auto. Vielleicht sind Sie auf einer Mietwagenreise und machen so einen Abstecher hier oben. Das eben noch ein paar Impressionen von diesem Gebiet. Oder Sie sind vielleicht in Kapstadt rein und machen Tagesausflüge raus und kommen immer wieder zurück. Simonstown mit den Pinguinen in Boulders Beach. Also das alles ist in Tagesetappenmäßig von Kapstadt her. Ich selber tue lieber sage, okay, ich bin 3-4 Tage in der Stadt selber, tue dort Sachen anschauen und dann wohne ich ein bisschen außerhalb nochmal, um das Kap und das Gebiet rundherum zu erkunden. Nicht zuletzt, weil eben auch das Weingebiet sehr, sehr reizvoll ist. Und ich würde immer eine Nacht, zwei im Weingebiet verbringen. Vielleicht auch ganz am Schluss. Wir sind hier jetzt nur noch etwa 60-70 Kilometer vom Flughafen weg. Also man kann hier rausgehen. Und für mich ist das eines der schönsten Weingebiete der Welt, weil es einfach fantastisch gelegen ist. Auch hier wieder, man hat die Bergketten, es ist weitgehend unverbaut, es hat schöne Ortschaften und natürlich eben sehr, sehr gute Weingüter. Kann man vorbeigehen, man kann etwas erfahren über den über das Weinkeltern, über die Weinproduktion, man kann gut degustieren, man kann fein essen. Das ist eine einfachere Unterkunft. Das ist nicht weit von Franschhoek weg. Und das ist nicht nur eine schöne Aufnahme von dieser Landschaft in dem Weingebiet, sondern man sieht hier eine der besten Lodgen schlechthin im Weingebiet. Das ist der Lagraf, das ist ein Weingut und gleichzeitig auch eine Unterkunft. Und hier kann man wohnen, vielleicht die letzten 2-3 Tage von ihrer Reise durch Südafrika verbringen. Das ist nicht ganz günstig. Aber wunderschön. Und das ist auch das Bild, das ich Sie schon langsam muss verabschieden muss. Das ist das letzte Bild von der Reise, die wir gemacht haben. Jetzt kommen aber noch ein paar wichtige Hinweise und Informationen. Und zwar unser nächstes Dreamtime-Webinar ist ein ganz spezielles. Wir machen ein Familienabenteuer, Fernreise mit der Familie. Alle, die jetzt sagen, ja, das interessiert uns nicht, wir sind ja keine Familie. Vielleicht können Sie trotzdem interessieren. Wir stellen ein paar spannende Länder vorstellen. Wir gehen auf Costa Rica, wir gehen auf Australien, Namibia, die wir anschauen.
natürlich immer mit dem Hinweis auf Familienreisen. Und es wird zuerst mal sein, dass mein Sohn, der Levi, auch mitmacht, sozusagen als direkt Betroffene, wo er dann ein paar Sachen zeigen und präsentieren. Wenn Sie sich da noch anmelden wollen, dann können Sie das natürlich bei uns auf der Webseite machen. Und weitere Webinare, die kommen, Südostaustralien, Botswana, La Réunion, immer am Mittwochabend, jede zweite Woche. Dann langsam ist eben Land in Sicht. Und so heisst auch die virtuelle Ferienmesse, 22. bis 25. April. Dort haben wir ganz viele Vorträge, Live-Vorträge. Wir sind im Moment am Vorbereiten. Und wir sind mutig oder zuversichtlich oder wie wir hoffnungsvoll, wie wir es auch immer sagen wollen. 25. September 2021 haben wir unseren Reisetag geplant. Wer von Ihnen ist schon mal am Reisetag gewesen? Jetzt sind wir schon zu schnell. Wer von Ihnen ist schon mal am Reisetag gewesen? Hand heben. Mal schauen, ob überhaupt noch jemand da ist. Also doch, haben ein paar Leute, ja wunderbar, es sind ganz viele Stammkunden, die da sind, super. Also, wir hoffen ganz, ganz fest, dass wir das dieses Jahr auch wieder durchführen. Und jetzt Fragen und Antworten. Ich habe gesehen, sind ein paar Fragen drin. Patrick, hast du ein paar Fragen an uns? Oder an John? Jawohl, wir fahren es gerade von unten an abarbeiten. Da war eine Frage, wie viele Tage, Wochen soll man sich für die erste Südafrika-Reise Minimum einplanen? Gut, da kommt ein bisschen darauf an, was man alles will sehen. Also ich würde sagen, 3 Wochen braucht sie Minimum, aber dann haben sie nicht alles gesehen, weil das, was wir jetzt hier vorgezeigt haben, das braucht im Minimum etwa 7 oder 8 Wochen. Also von dem her, man muss sich ein bisschen entscheiden, in welchen Ecken das man will. Und dann kann man etwas Schönes machen mit Minimum 2, sicher besser mit 3 Wochen. Gut, danke. Dann das Zweite, da haben wir mehrere Male gefragt, wie steht es mit der Sicherheit in Südafrika jetzt aktuell, vor allem in den Städten? Vielleicht, Andrea? Hast du? Also generell kann man sagen, es gibt Städte, also die Städte generell sind sicher gefährlicher, es hat mehr Kriminalität als draußen auf dem Land. Das ist generell, das ist aber auch global so ein Thema. Und in Südafrika hat man auch sicher in der Tendenz ein bisschen mehr Kriminalität, als man das jetzt in europäischen Städten hat. Das kann man wahrscheinlich so sagen. Es ist aber auch nicht so, dass man da jedes Mal das Gefühl hat, wenn man um die Ecke kommt, dass einer dort steht mit einer Pistole und einem will überfallen. Es gibt ganz viele Leute, zum Beispiel der John, der wohnt in Johannesburg, hat ein ganz normales Leben, aber er tut natürlich seine Sachen schützen und er tut sich auch entsprechend verhalten. Generell als Tourist würde ich sagen, die Stadt, wo sie als Tourist sich aufhalten, viel Zeit verbringen, ist vielleicht Kapstadt. Dort gibt es viele Gebiete, wo es problemlos, würde ich jetzt nie sagen, aber wo man sich gut kann bewegen kann, ohne dass man ein Risiko eingeht. Und dann gibt es Städte wie Durban, Joburg, Port Elizabeth, wo man auch nicht so attraktiv ist und wo ich auch würde sagen, dort muss man nicht unbedingt sich in der Innenstadt grossartig aufhalten. Zum einen, weil es eben nicht so schamper viel bietet und auch, weil es ein erhöhtes Risiko hat. Wenn man nachher unterwegs ist im Land draussen, tut man die normalen Sicherheitsvorkehrungen beachten. Und was ich im Zusammenhang mit dieser Frage auch immer möchte wirklich darauf hinweisen, ist, was nicht, 95-99% von diesen Menschen dort unten sind super, super nett, sehr, sehr herzlich, sehr gastfreundlich. Und man würde, also zum einen würde man Unrecht tun diesen Leuten, wenn man immer das Gefühl hat, ja, das ist ein gefährliches Land und man muss immer ein bisschen mega vorsichtig sein. Und zweitens hat man dann auch weniger gute Begegnungen. Weil wenn man immer denkt, ja, der will wahrscheinlich etwas Schlechtes, der hat schlechte Absichten, dann kommt das nicht gut. Also ich sage gut, sich klar sicher verhalten, die Sachen daheim lassen, nicht fahrlässig, aber offen und herzlich und ja, ein bisschen ohne Vorurteile auf die Leute zugehen. Vielleicht noch schnell, wir sind sicher schon seit über 50 Mal in Afrika gewesen, mindestens 20 Mal auch in Südafrika. Und wir haben uns also noch nie bedroht gefühlt. Es ist wirklich so ein bisschen, wie man sich auch gibt, so kommt es auch retour. Und von dem her denke ich, ist es wirklich eine gute Destination, um zu reisen. Gut, Totra, schließt sich gerade die nächste Frage an. Wie gefährlich ist es auf eigene Faust zum Reisen? Das ist nachher schon fast beantwortet worden. Ich empfehle einmal noch, wenn man in der Lodge nachkommt, fragen, wie sicher ist es in der Umgebung. Ihr könnt auch dann noch die wichtigen Tipps geben. Da wäre es eigentlich von Fragen her schon gewesen. Wenn wir noch etwas haben, das nichts mit Südafrika tut, aber wir sollen es trotzdem im Plenum beantworten,
Sie gefragt, wissen wir, ob die Reise nach Malawi auf dem Landweg von Sambia oder per Flug aktuell oder absehbar möglich ist? Momentan ist es nur per Flugzeug möglich, um nach Malawi zu kommen. Die Landgrenzen sind noch geschlossen. Danke. Da wären soweit alle Fragen gewesen. Gut, dann übernehme ich noch für den Wettbewerb. Das ist mein Lieblingsthema. Ich mache eigentlich nur Webinare, damit wir einen Wettbewerb machen können und so schwierige Bilder zeigen. Also das wäre es gewesen, habe ich gezeigt, oben in den Drakensbergen. Das ist natürlich der Creux du Vent. Auch sehr, sehr schön, kann ich Ihnen allen empfehlen, wenn Sie sagen, wir wollen gar nicht gross reisen, sondern wir gehen vielleicht über die Ostern in Jura hinterher, machen Sie einen Ausflug dazu. Und wir haben eine Gewinnerin, ist das richtig, Patrick? Und ja. Sie hat schon das zweite Mal gewonnen, da gibt es aber kein Gin. Da gibt es nur einen Reisegutschein. Also die betreffende Person weiss es, wir lassen den per Mail noch zukommen. Herzliche Gratulation und ja, ich hoffe, es haben trotzdem alle ein bisschen Spass gehabt und sind aufmerksam mit dabei gewesen. Was kommt noch? Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, Andrea ist schon mal dran. Ich tue mich schon mal verabschieden. John, are you still here? Ich sage noch was im John, tschüss. John, are you still here? Yes, thank you, I am. There were no questions, everything clear. You made a brilliant presentation and we really appreciate that you had the time to join us here tonight and show us your place. Once again, thank you to you and your viewers. Appreciate it. Thank you, John. Sleep well. Ja, dem bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen. Wir hoffen, wir haben Sie für das faszinierende Land ein bisschen begeistern können. Und wenn Sie sich jetzt ausloggen, dann öffnet sich eine Umfrage. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie die würden, ausfüllen. Wir wünschen uns ja auch immer wieder verbessern und hoffen, dass Sie bei den nächsten Webinaren wieder dabei sind. Und wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Abend und hoffentlich bis bald. Auf Wiedersehen miteinander.